So, heute im Video werden wir uns mal ein bisschen den Funkgeräten widmen, die der Hui uns so bietet. Es wird ein kurzes Video, weil der Hui hat nicht so viele und ist auch nicht so kompliziert. Hui eben. Viel Spaß beim Reinschauen. So, da sind wir auch schon. Wir machen erstmal alles zu, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Ja, starten müssen wir den Hui nicht unbedingt für unsere Tests. Da reicht auch die Batterie. Also, was hat der Hui an Kommunikationsmöglichkeiten? Schauen wir uns das mal hier an, damit das Bild nicht die ganze Zeit so wackelt. Von der Sache her hat der Hui drei Funkgeräte. Und zwar ein VHF-Funkgerät für 1,4 AM Amplitudenmodulation, 1,4 FM Frequenzmodulation und wir haben ein UHF Radio. Ne? Es ist noch ein vierter Transponder im Hui verbaut, aber der wird hier in DCS nicht unterstützt. Ja, das ist das, das ist immer die Konsole mit dem ILS da oben. Gehen wir doch nochmal hier hin. Ja, ja, also hier oben dieses ganze, der ganze Bereich ist eigentlich nicht simuliert. Ne? Man kann das IF noch anschalten hier in Standby, damit dann hier die Lampe ausgeht, aber der Rest funktioniert nicht. Wird glaube ich auch nicht vermisst. So, wie sieht es mit unseren Funkgeräten aus? Wir haben hier das VHF-Funkgerät und zwar AM. Ja, das kann einen Frequenzbereich von 116 bis 149 MHz. Ja, also 116, 149, man kann dann hier drehen. Ja, hier die großen und da die kleinen Zahlen. Ich meine, ist nicht besonders die Welt. Zum Anschalten ist hier unten dieser kleine Schalter. Ja, kann ja mal zum Co-Pilotensitz wechseln. Da sieht man das vielleicht besser an der Stelle. Off und Power. Ja. So. Leider nicht so eine schöne Schnellwahltaste, hat man noch keine gemacht. Ja, also einmal drücken, sind wir auf On. Power on, der kleine, die kleine Nase hier. Da kann man auch die Lautstärke dann einstellen an dem rechten Drehregler. Diesem kleinen Button hier kann man einen Test durchführen. Wenn man da was hört, ist schon mal die erste Hürde geschafft. Damit man überhaupt was hört, gibt es hier die Signalverteilungskonsole. Hier unten links. Ja, die schaltet quasi die einzelnen Funkkanäle, verteilt die auf unsere Kopfhörer und wie man miteinander kommuniziert. Ja, das ist dann der Funkempfänger für die Navigation, die interne Funk und das ist der eigentlich für Hochfrequenz, aber wie gesagt, ist nicht da. AM, UHF und FM. Da kann man sich ganz einfach merken, VHFA geht kommt an erster Stelle, dann kommt UHF und dann kommt das VHF FM. Und die Zahlen sind quasi umgedreht. Ne? Also 3, 2, 1. Das wäre es eigentlich schon zum AM-Funkgerät. Den Test machen wir denn. Ja. Bleiben wir noch bei VHF und machen gleich das FM-Funkgerät. Ja, das liegt natürlich
ja, hat einen geringeren Frequenzbereich, 30 bis 75 MHz. Anstatt so ein paar Drehknöpfchen hat man halt hier die Drehregler, also das sind 30 MHz, Komma irgendwas. Ja, ansonsten wie immer Tooltip. Sagt einem das auch, was das dann ist. Ne? Also 75 MHz wäre das hier. Das ist das Max, was dieses VF kann. Hier gibt es noch ein paar mehr Sachen und dieses Funkgerät kann auch zur Navigation eingesetzt werden. Wir sind im Moment nur beim Senden und Empfangen in der Funkeinheit T und R. Zur Rauschunterdrückung, also abgeschaltet wird nicht, lasst das auf Carrier. Zum Einschalten des Funkgeräts geht es dann auf Transmit Receive, TR. Das klar, die Lautstärke dieses Funkgeräts, was ihr dann hört. Und der notwendige Schalter ist dann natürlich hier die 1, haben wir gesagt. Ne? Um das entsprechende Funkgerät auszuwählen, muss man dann noch den Schalter an der Signalverzeichnungskonsole wählen, aber das machen wir dann. Kommen wir vorher noch zum dritten UHF-Funkgerät. Da liegt der Frequenzbereich von 226 bis 399 MHz, also schon ein bisschen höher als VHF. Das Funkgerät sieht auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter aus, ist es aber gar nicht. Also wir haben hier drei Varianten, wie man hier eine Frequenz einstellen kann. Also hier sind auch wieder ganz einfach die Einstellfrequenzen. Hier haben wir die Lautstärke von dem Ding. Also wie der Knopf oder wie hier unten der kleine Knopf. Wir haben dann eine Rauschsperre an, Rauschunterdrückung. Und wir haben also dieses kleine Teilchen hier, diese gehört noch dazu. Wir haben auch vordefinierte Frequenzen, stehen dann immer hier. Und zwar wählt man mit diesem Schalter den möglichen Preset aus. Also wenn wir hier auf 264 gehen wollen, nehmen wir die 2. So, 251 ist so die 1. Ansonsten stellen wir uns hier manuell die Frequenz ein. Also dann gilt das, was wir hier uns einstellen. Und das ist die militärische notfreie Frequenz. Ja. Jetzt vergessen, wo sie liegt. Was wir erstmal brauchen, ist hier das gleiche Transmit und Receive. Ne? Und das ist dann plus das G plus die Notfrei. Dass man die Notfreifrequenz mithört. Ne? Später zur Navigation können wir hier noch das ADF benutzen. Später. Gut. Mehr ist Funkgerät im Hui eigentlich schon nicht. Ja, der Rest hier, das ADF-Gerät oder hier oben das kleine, das ist ILS und das Home, der Home-Teil für die Geräte und für die Pfeile machen wir beim nächsten Mal. Schauen wir mal auf die Karte und probieren mal mit unserem Flughafen zu kommunizieren. Ja, und dann sehen wir hier, okay, der hat 118,05. Das QH Island, wie auch immer. So, 118,5 ist AM. Also drehen wir uns das Ding mal auf 118. 050, so war das. Wenn wir jetzt auf die Frequenz des Flughafens gewählt haben, im FM-Radio, gibt es die Joystick-Trigger-Taste oder die Kommunikationsmenü-Taste. Da gibt es immer einen kleinen und feinen Unterschied. In Field 1-1, Request Startup.
Ja, seht ihr, es tut sich nichts. Gehen wir über die Kommunikationsmenü-Taste. Erscheint korrekt. Enfield, 1-1, Request Startup. Enfield, 1-1, clear for startup. Wind 271 at 8 meters per second. Gut. Und hier oben wird ist auch alles weiß, was wir auswählen können, ja? Beachten ist, dass man sich hier nicht nach Belieben an Frequenzen einwählen kann, sondern es gibt Flugzeugkategorien. Der Hui ist auf der Kategorie 1 und das bedeutet, dass wir uns hier zum Beispiel nicht über UHF an dem Flughafen anmelden können. Noch zu erwähnen ist die Variante, wenn ihr mal Sprit braucht, Munition und sowas. Dann müsst ihr über die Signalverteilungskonsole die Interfon auswählen. Na, Private wäre die interne Helikopterkommunikation. Wir müssen Int wählen, um mit der Bodencrew kommunizieren zu können. Ja, zum Beispiel können wir uns mal Munition hier Sprit weniger machen. Request Refueling. Request Copy. Rearming. Copy. So. Request Repair. Private hören wir nichts, weil die Kommunikation bleibt im Helikopter. Das gleiche passiert, wenn ihr auf dem anderen Kanal hier seid. Ja, also mit der Bodencrew muss meistens der Helikopter runtergefahren sein und es muss auf Int stehen. Na, hier nochmal. Wenn wir jetzt irgendwas anderes einstellen. Request Rearming. Nichts passiert. Gehen wir auf Int. Rearming. Copy. Haben wir unsere Antwort. Rearming complete. Das sollte schon ausreichen für einen sehr schnellen Überblick über die Funkgeräte. Ich hoffe, es hat euch etwas geholfen. Ja, es ist eigentlich nicht kompliziert. Und wie gesagt, Navigationsthemen gibt es im nächsten Video.